Für jeden von uns bedeutet Erfolg, Glück und Erfüllung etwas anderes. Damit sind wir bei einem wichtigen Paradoxon. Uns geht es erst nachrangig um den Verdienst als solchen. Wer seine Denkweise ändert und etwas tut, das ihn mit Leidenschaft erfüllt, dem folgt Glück und Geld automatisch nach. Dies veranschaulicht die folgende Fabel. Es treffen sich zwei Katzen. Die eine sagt, ich war auf der Katzenphilosophie-Schule und da habe ich gelernt, dass Glück für uns das Wichtigste ist und dass sich das Glück bei uns im Schwanz verbirgt. Immer wenn ich meinem Schwanz nachjage, komme ich dem Glück nahe. Die zweite Katze antwortet, ich bin nicht so weise wie du und ich war auch nicht auf der Philosophie-Schule, aber es stimmt. Glück ist für uns das Wichtigste und Glück liegt im Schwanz verborgen. Aber das Leben hat mich etwas anderes gelehrt. Wenn ich etwas tue, das ich liebe, dann folgt mir das Glück im Schwanz automatisch nach. Die Gesellschaft, das amateurhafte Verhalten der Regierung und die Medien liefern schlechte Vorbilder und schaffen neue Begehrlichkeiten. Man will den Reichen immer ähnlicher werden, aber man wählt einen völlig falschen Weg, dies zu erreichen. Man will etwas haben, um etwas zu sein. Und so geraten immer mehr Menschen in das beschriebene Hamsterrad. Benjamin Franklin. Kein freigeborener Mensch sollte vor irgendeinem anderen Scham oder Angst empfinden. Der richtige Weg wäre, zuerst sich einzuschränken und zu lernen, um etwas zu sein. Wenn wir eine Persönlichkeit sind und feste Werte und Charaktereigenschaften entwickelt haben, dann können wir die richtigen Dinge tun. Und dann werden wir auch die Dinge haben, von denen wir träumen. Jetzt wollen wir darüber nachdenken, ob sie auch bereit sind, den notwendigen Preis zu zahlen. Die meisten Menschen wollen die Belohnung, aber nicht um den Preis einen Preis zu zahlen. Freiheit ist zwar frei, aber nicht umsonst. Freiheit gibt es nur für diejenigen, die bereit sind, den Preis zu bezahlen. Dann müssen sie bereit sein, Risiken einzugehen und sie müssen bereit sein, zu konstantem Lernen und Wachsen. Ihre Art zu denken. Wie ist Ihre Art zu denken? Entspricht sie dem Feld, in dem Sie sich momentan befinden? Können Sie in Ihrem Job Ihre Werte ausleben? Und können Sie Ihre Träume und Ziele umsetzen? Entspricht das, was Sie beruflich tun, Ihrer Leidenschaft? Tun Sie, was Sie lieben? Oder gibt es etwas, das Sie mit mehr Begeisterung erfüllen würde? Nur wenn diese Punkte für Sie geklärt sind, haben Sie das Fundament geschaffen, auf dem Sie zu ganzheitlichem Erfolg gelangen. Je größer das Gebäude ist, das Sie erbauen wollen, umso tiefer muss das Fundament sein. Das heißt, umso mehr Gedanken müssen Sie sich über Ihre Denkweise und Ihre Leidenschaften machen. Der Mensch muss Ausgangspunkt und Mittelpunkt sein.